Oh, mir geht's wieder besser, Leute. Oh, das Gegengift hat gewirkt für uns, Mann, Leute. Und damit... Yo, Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start. Und jetzt willkommen zu einem neuen GTA 5 RP-Video, Leute. Und wir haben endlich geschafft, Leute. Twan hat die Organisation komplett zerstört, Leute. Und jetzt kann ich mich endlich bei meinen Freunden entschuldigen. Ich hoffe, die checken jetzt, dass ich das gar nicht war, Leute. Ansonsten machen wir denen mal ein dickes Geschenk. Und ich würde mal sagen, als allererstes besuchen wir unseren Broski, unser Bre, unser Bratan, Russik Pupsik, Leute. Oh, ich hoffe, Twan hat mir ein Auto da gelassen oder so, Leute. Weil er ist gerade nicht da. Und er war ja richtig sauer, habe ich wohl mitbekommen, Leute. Das habt ihr in dem Video ja gesehen. Oh mein Gott, wie der ausgerastet ist, Leute. Es freut mich immer zu sehen, dass wir jemanden am Start haben, der gegen die ganze Welt kämpft. Für uns als Freund, Leute. Und oh, guck mal, er hat mir wieder einen Porsche besorgt, Leute. Mein letzter anderer Porsche wurde ja hochgejagt, Leute. Jetzt muss ich mit dem Porsche erstmal wieder klarkommen. Aber es ist ein sehr schönes Auto. Oh, und auch schön Sound, Leute. Ich würde sagen, wir fahren zu Russik. Ihr lasst gerne mal ein Like da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren, wenn ihr mehr GTA RP feiert, Leute. Und ich glaube, jetzt sind die Jungs ja wieder komplett am Start. Checkt die Jungs aber auch gerne. Und ich würde sagen, wir fahren mal rüber. Leute, hier ist doch die Werkstatt von Russik, Alter. Hoffentlich hat er eingesehen, dass das ein Faker war und nicht ich, Leute. Mein Gott, Alter. Bitte, bitte, bitte. Ansonsten müssen wir ihn irgendwie daran erinnern. Ich habe die Beweise ja noch, aber ich weiß nicht, ob Twan ihm die Beweise schon gezeigt hat oder nicht. Leute. Ey, ich hoffe mal, er hat sie dir gezeigt, weil sonst sind die wahrscheinlich noch voll sauer auf mich. Hey, Russik! Amir, was willst du hier? Ey, Digga, Mann, ich war das nicht Amir, mit deinem... Amir, was willst du hier? Ey, Digga, Mann, ich will doch nur, dass wir wieder Freunde sind, Mann, ich war das nicht mit euren Autos. Amir, bitte geh einfach. Ey, Digga, das war jemand anderes. Amir, mach einfach, geh. Ich muss hier gerade ein Auto reparieren, wie du siehst. Ey, Mann, hast du später Zeit vielleicht, wenn wir uns treffen? Kaffee Nein. oder so? Shisha oder so? Nein. Sorry, Mann. Heute keine Zeit. Bitte Nein. raus Russik. Hier. Och, Mann. Er weiß immer noch nicht, dass das abgeht. Aber Leute, vielleicht... Ey, Max ist doch der beste Freund von Twan, Leute. Vielleicht weiß Max ja was davon, aber wir müssen Russik irgendwie überzeugen, Leute. Ich habe eine Idee, Leute. Ich werde ihm nicht nur die Beweise zeigen, sondern wir werden ihm auch direkt ein Geschenk vorbereiten. Und dann hoffentlich verzeiht er mir, Leute. Weil, Leute, ich will unbedingt die Freundschaft zu Russik noch halten, Alter. Aber was können wir Russik schenken, Leute? Der hat ja diese Autowerkstatt. Vielleicht besorge ich ihm schön dicke, fette Ladung an geilen Autos und zeige ihm dann die Beweise, dass ich das gar nicht war, Leute, ja? Weil, Leute... Ich kann doch nichts dafür, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde für immer. Mein Gott, Leute. Und dann muss ich vielleicht eine coole Party oder so vorbereiten, Leute. Wie können wir denn feiern, dass wir wieder alle Freunde sind? Das muss ich mir auch noch überlegen, Leute. Ich würde sagen, als allererstes, geben wir uns mal ein paar Autos besorgen, die wir dann Russik holen. Leute, erstmal gehe ich einen LKW holen und dann sehen wir uns beim Autohändler. Okay, Leute, ich habe mir den LKW hier mal besorgt. Ja, alles bei der Werkstatt. Und wir werden die Autos abholen, wir werden sie tunen und dann werden wir sie Russik schenken, Leute, und denen den Beweis zeigen, damit er mir hoffentlich verzeihen kann, Leute, ja. So, ich würde mal sagen, den parken wir direkt auch hier hin, Leute, damit ich gleich direkt die Autos aufladen kann. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. In Downtown Los Santos. Sollte eigentlich auch ganz hinter Autoladen. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. So, mein Name ist Amir, ne? So, und ich möchte jetzt ein Auto einkaufen. Oh, ich sehe schon. Oh, sie haben auch direkt ein BMW hier am Start, ne? Ich habe ein BMW hier. Oh, Leute, das ist ja richtig krass, Alter, hier. Oh, Leute, der ist ja richtig gut aufgetunt. Was ist denn das hier für einer? Das ist ein M8, Leute. Komm mit. So, den würde ich gerne mitnehmen. Und ich sehe den Lambo direkt. Ja, was würden mich die beiden Autos denn zusammen kosten, der Herr? Ja, der Lambo liegt bei 280.000 und der BMW bei 120.000. Somit wären wir bei gemeinsamen 400.000. Alles klar, hier haben sie meine Businesskarte. Businesskarte, okay, check sie hier ein. So, einmal Business. Okay. Sehr gut, Leute. So, dann nehme ich die einmal wieder zurück, ne? Ja, bitteschön. So, danke schön. Gut. Ich verlade die Autos, ne? Ich habe extra eine Abholung schon dabei. Alles klar. Ja, super. Danke Ihnen. Super. Oh, Leute, wirklich. Besuchen Sie uns wieder. Ja. Mach ich. Nee, niemals komme ich wieder besuchen, Leute. Das ist ja Konkurrenz hier, Alter. Leute, aber die Autos habe ich gerade schon, weil ich auf schnelle Welle noch Autos gebraucht habe. So, den bereite ich schon mal vor, Leute. Und dann hole ich direkt den Lambo mit, Alter. Leute, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kauf gewesen hier. Klar, ich hätte noch handeln können. Ich hätte das auch anders machen können, Leute. Aber ich brauche die schnell, Leute. Russik muss mir doch irgendwie verzeihen. Aber, Leute, so bringe ich die Russik natürlich nicht vorbei, Leute. Das ist ja Schmalspur. Da müsst ihr noch Geld investieren. Und zwar, Leute, fahren wir mit den Autos wieder zurück in unsere Werkstatt. Werden die erstmal schön auftunen. Und dann gibt es da für Russik die neuen Comeback-Autos, Leute. Oh, wird das schön. Leute, wir verladen die und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Werkstatt. Okay, Leute, wir sind jetzt so gut wie mal wieder in der Werkstatt, Alter. Ah, das wird so nice, Leute. Wir werden die Autos, werden wir dick machen. Oh, okay. Ja, die ist auch ein LKW gerade. Ey, Mann, wie nimmt der mir einfach die Vorfahrt hier oder was, hä? So, Leute, ich würde mal sagen, die laden wir jetzt aus und dann wird erstmal dick fett getuned, meine Freunde. Ah,
tut das gut, wieder gesund zu sein, Leute, zu wissen, dass niemand einem was will. So, wir bringen die erstmal jetzt hier runter. So, Leute, dann werden das erste Auto schon mal verladen, weil wir ihn eh wieder gleich zurück tun. Deswegen kann ich eigentlich mit dem BMW erstmal rein, den tune ich, dann komme ich raus damit, dann tue ich den auf den Anhänger und mache mit dem Lambo direkt weiter, Leute. Und dann würde ich mal sagen, so, wir fahren jetzt hier mal ganz kurz so. Und dann wird der erstmal hier schön getunt. Oh, Leute, jetzt erstmal natürlich, Russik braucht sein schönes Rot hier, ja. Das könnte ja auch sein Privatauto werden, oder Leute, was denkt ihr? So, haben wir hier nochmal ganz kurz schön alles gemacht. Dann brauchen wir natürlich einen Neonlichter, Leute, ne? Für Rot, für Russik-Pupsig. Und natürlich auch hier roten Reifenrauchfarbe. So, natürlich alles in komplett schwarz, Leute, ne? Ihr wisst auch, wie der Hase läuft. Dann machen wir ganz kurz das Kennzeichen hier, Leute. Turbo darf natürlich nicht fehlen bei Russik seinen Autos. So, schusssichere Reifen, ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn der mal von irgendwie gejagt wird, da soll Russik schön entkommen. Bremsen mal auf volle Pulle, Leute. So, die Übertragung machen wir auf volle Pulle und machen wir das hier. Komm, schön dick. Das ist ein dickes Auto, Leute. Volle Panzerung. Fertig. So, Leute. Und das ist das Auto hier von Russik. Boah, gucken wir mal. Boah, ja, Mann, Leute. Das wird ihm doch bestimmt gefallen, Alter. Dann machen wir natürlich mal ganz kurz hier auf. Werden den nach oben verlagern und dann fahren wir den Lambo endlich rein. Let's go. So, jetzt kommt der Lambo, Leute. Das wird, glaube ich, Russik freuen. Also, Russik hat, glaube ich, noch nie einen Lambo gehabt. Kann das sein? Er ist ja mit anderen Autos gefahren. Meistens BMW oder so. Oder ein Ferrari hat er auch letzte Zeit gehabt. Eigentlich müsste ihm auch einen Ferrari besorgen. Aber da war gerade keiner da. Deswegen geht das jetzt so schwer. Aber wir würden mal sagen. So, dann können wir uns erstmal um den hier, Leute. Natürlich, Leute, ihr wisst doch, Russik braucht sein Rot, meine Freunde, ne? Das ist natürlich wie, ne? Arsch auf Eimer, mit Arsch auf Eimer oder so, wie man das Sprichwort sagt. Ich weiß selber nicht. So, oh, machen wir Carbon Black hier im Pearl Effect, Leute. Machen wir natürlich die Neonlichter an. Machen wir schön auf so dunkelrotmäßig angelehnt, leicht. Und natürlich der Smoke auch hier schön ein bisschen dunkelrot angelegt. Leute, das soll ja nicht komplett knallen. So, dann machen wir ganz kurz hier noch schönen Scheiben rechts und links. So, machen wir natürlich auch wieder schusssichere Reifen, muss sein. Was haben wir denn hier für Extras? Ah, Leute, okay. Okay, so, haben wir noch eine Spoiler-Möglichkeit? Oh ja, Mann, so ein Spoiler hier, Leute. Oh ja, der gefällt mir ein bisschen mehr, weil man auch sieht, dass es ein Spoiler ist. So, die Front können wir natürlich auch umändern. Oh, so sieht es viel schöner aus, Leute. So sieht es viel schöner aus. Machen wir das hintere eigentlich auch so. Oh, ne, lassen wir die roten Akzente noch. Da lassen wir die roten Akzente noch. So, die Seite. Ah, doch, dann lieber so. Dann lieber so, meine Leute, mit so leichten Streifen. Ne, lassen wir die schön dunkel alles. Machen wir nicht so hell. Linker Kotflügel. So. Haben wir irgendwas aufs Dach machen? Nee, lassen wir nicht offen, dann lassen wir natürlich zu, Leute. So, dann machen wir den Motor nochmal ganz kurz volle Pulle. Die Bremsen machen wir volle Pulle. Dann machen wir die Übertragung nochmal volle Pulle, meine Freunde. Und, Sitze. Wir lassen die auf schwarz. Wir lassen die lieber auf schwarz, Leute. Wollen wir natürlich auch das Lenkrad können wir umändern? Nee, lassen wir auch komplett auf schwarz, Leute. Ich würde sagen, wir machen volle Panzerung. Und damit ist das letzte Auto jetzt für Russik noch gemacht, Leute. Ich habe auch natürlich das Beweisvideo dabei. Das muss ich Russik kurz zeigen, dass ich das nicht war. Ja, wir haben einmal so komplett alles möglich, haben wir beweisen. Und dann geht das richtig ab, Leute. Wir verladen das und fahren dann direkt zu Russik rüber. Okay, Leute, wir haben jetzt den M8, Leute, und den Lambo. Oder zeige ich Russik doch die Beweise, dass ich das gar nicht war. Oder hoffentlich verzeiht er mir wieder, Leute, ja. Wir hatten schon Beef in Minecraft gehabt. Das reicht, Leute. Ich will nicht mehr Beef bei GTA-Jungs haben, ja. Das ist mir das Wichtigste. Deswegen jetzt hier erstmal kurz reinfahren. Jetzt in die Einfahrt hier. So, Alter, ey, hoffentlich denkt er sich nicht, dass ich jetzt einfach unsere Freundschaft wieder zurückkaufen will. Weil so ist das nicht, Leute. Ich war einfach nur so basic, weil mir ja so viel Schaden zugefügt worden ist. Hey, Russik! Was machst du hier schon wieder? Ich habe Geschenke für dich dabei. Warum bringst du mir Geschenke jetzt mit, Mann, ne? Hey, komm her. Mann, ich weiß, du bist sauer auf mich, weil du denkst, ich hätte hier deine Autos alle hochgejagt. Aber ich war das nicht. Mann, ich habe sogar Beweise. Ja, und du denkst jetzt mit dem Lambo und dem BMW, glaube ich dir, oder was? Guck dir das Video hier an, Mann. Hier siehst du alles. Leute, mhm. Ich spiele dir kurz das Video ab. Das dauert 2 Minuten, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Russik, was glaubst du mir jetzt? Ja, kann schon sein. Ey, Digga, warum sollte ich einfach die Autos von dir hochjagen? Ja, hast schon recht. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß ja auch nicht, was du da vorhast. Ja, keiner. Ich war lange nicht mehr da. Ey, Mann, du kannst auch Twan anrufen. Der weiß von allem Bescheid. Ja, okay, guck mal. Das Ding ist einmal, wenn das stimmt, ich weiß nicht. Ich sehe ja, du gibst dir Mühe. Du willst mir gerade diesen Lambo und den BMW schenken? Ja, Mann, guck mal. Dir wurden doch so viel Schaden angerichtet mit diesen ganzen Explosionen von den Autos, ja? Dir wurden ja 4 Autos hochgejagt. Nimm das also ein bisschen so als freundschaftlicher so Hilfe an. Ja, dass wieder alles bei dir besser läuft. Na gut, also okay. Und wieder Bros? Ja, das passt dann.
Alter, du hast mir einfach einen dicken Lambo. Ja, ja. Natürlich, Broski. Alter, ich hab einen Lambo. Guck dir das so an. Und eine Macht. Alter, aber den LKW muss ich wieder mitholen, ja? Oh, warte, wie müsste man die abladen erstmal dann? Ja, kannst du ja abladen. Ich lass die Anhänger hier. Okay, alles klar. Ja. Danke, Mann. Ey, kein Problem, Mann. Und später hast du bestimmt Zeit, oder? Für was? Ja, ich hab mir vielleicht eine kleine Überraschung ausgedacht. Bisschen Spaß haben. Ruf mal an. Ja, Mama, tschüss. Okay, Leute, Rustig hat mich immer verziehen. Let's go, Alter. Jetzt müssen wir das nur mit Max hinkriegen, Leute. Und ich glaube, wenn Swan Rustig sich verändert hat, hat der Max Bescheid gesagt mit den Sachen? Oder muss ich mich da auch anstrengen? Oh Gott, Leute, ey, das wird echt heute ein anstrengender Tag, Leute. Okay, ich würde sagen, wir gehen rüber zu Max. Okay, Leute, Mann, hier mit Max, Leute. Oh, ich verzeiht er mir. Hoffentlich verzeiht er mir, Leute. Oh, Mann. So, wir steigen mal ganz kurz hier aus. So, jetzt gehen wir hier. Ich kann nicht im LKW jetzt hier bei ihm reinfahren, Leute. Das wäre viel zu klein, die Einfahrt. Deswegen joggen wir mal hier ganz kurz runter, Leute. Hoffentlich betet bitte darum, dass Max mir direkt verzeiht. Oder können wir irgendwas Lustiges, Cooles noch machen hier. Aber ansonsten, wenn ich dann... Oh, das wird unangenehm. Oh, Gott. Hey, stopp, stehen geblieben. Hey, Max. Guck mal hoch aufs Dach, Junge. Hey, mach die Waffe doch runter. Oh, Fake Amir, jetzt hab ich dich. Wie Fake Amir? Ich bin doch Amir. Ja, ist klar. Hey, komm runter, guck sie mir an. So, du Stück Schmutz, Alter. Hey, Mann, ich hab vergessen, was du gemacht hast. Ich war das nicht, Mann. Ich hab dein... Woher weiß ich denn, dass du der Echte bist oder ein Faker bist? Oh, stell mir irgendwelche Fragen. Wie lange kennen wir uns schon? Wir kennen uns schon länger, aber wir machen schon Videos seit April 21 zusammen. Ich habe früher auch bei Trailmakers öfters geholfen. Ja, das kann aber jeder wissen, der die Videos schaut. Verdammt, Leute, hat er auch wieder recht. Warte mal, was kannst nur du wissen? Oh, Leute. Das ist jetzt eine gute Frage. Was kann jetzt nur Amir wissen? Okay, warte. Ja, Max, was los? Wie haben Tuan und ich uns kennengelernt? Oh, ihr kennt... Also, Tuan hat dich damals... Tuan hat dich damals schon als Kind, als Soldat gerettet, aber so richtig hier in Los Santos. Er hat dir damals einen Auftrag gegeben, um Autos zu klauen. Und er hat dann kurz Beef gehabt sogar. Amir, du bist... Ach, Leute, hat er mir verziehen? Hey, was läuft? Alles gut, ey, Max. Du weißt, dass ich... Ich bin mir nicht sicher. Da hat jemand, der aussieht wie du, hier Scheiße gebaut. Ja, ich war das nicht. Oh, mein Gott. Was ein Glück, Alter. Du weißt, dass ich das nicht war, richtig? Ja, natürlich. Oh, Mann, ich hatte Hausverbot. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Fake Army. Ich wusste, dass du das nicht bist, aber ich war mir auch nicht sicher, ob du der Echte warst. Nein. Ich bin... Mach die Waffe runter. Ich habe Angst. Nee, Max. Ey, gut. Rustig hat mir auch wieder verziehen. Max, hast du Bock, später was Lustiges zu erledigen? Mal, guck mal, Rustig ist da. Du bist wieder da. Ich bin da. Wie lange ist es her, dass die Dreierkombination iCrybex, Rustig und Abi wieder back ist? Ja, klar, ich bin dabei. Was willst du machen? Ich hab eine kleine Überraschung. Ich überleg mir was. Was ich schon hier? So einen schönen Königsdeck hier rumliegen. Ich überleg mir was, ja? Ja, den habe ich bekommen, als Rustig ein Rennen fahren wollte. Ja, habe ich dann abgezogen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich rufe dich später an, ja? Okay, tschüss. Ja, Leute! Wir haben es geschafft, Alter. Rustig und Max haben mir verziehen, Leute. Das müssen wir irgendwie gebührig feiern, Leute. Und da habe ich eigentlich überlegt, Leute, eigentlich könnten wir so richtig coole Action Tag machen, Leute. Ja, doch. Ich hab eine kleine Idee, Leute. Das muss ich aber ganz kurz vorbereiten, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Leute, ihr wollt euch... Hä, Armin, warum hast du einen Helikopter hier, Leute? Und zwar dorthin, wo wir gehen müssen, ja? Dort kommen wir nicht mit dem Auto hin. Da wird was Spezielles gemacht und es wird mal Zeit wieder für einen richtigen, lustigen Fun-Day mit meinen besten Freunden GTA. Leute, seid ehrlich, ihr habt es euch die ganze Zeit wieder gewünscht. Und ich würde sagen... Oh, da hinten ist schon Rustig. Ich hab ihm gesagt, er soll schon mal rauskommen hier, Leute. So, dann fliegen wir mal ganz kurz hier rüber. Wir werden eine schöne Landung machen hier erstmal. So. Rustig! Ja, ich bin da. Wow. Alles gut, alles geplant. So, dann bitte einmal einsteigen hier zum heutigen Fun Day. Jo, wo geht's? Ja, Digga, das ist die Überraschung. Ich habe mir gedacht, wenn die Band wieder back together ist, ja? iCrybex, Rustig und Armin, dann müssen wir es gebührig feiern, oder? Okay, krass, ja. Dann bin ich gespannt auf jeden Fall, was du da vorhast, Mann. Ja, als erstes holen wir Max ab. Du sagst, Leute, wir fliegen rüber zu Max. Okay, Rustig, wir müssen Max da irgendwie mitholen. Nicht, dass der Minecraft wieder am Suchten ist oder so, ne? Oh, wir müssen ihn irgendwie raus. Ja, lass ihn ruhig, ne? Ja, lass mich kurz landen hier. Boah, was eine Landung, oder?
Ja, war geil. Und so, okay. Los hier. Jetzt müssen wir ihn holen. Wir müssen ihn holen. Max! Guck mal, der antwortet wieder nicht, ne? Max! Schnell. Leute, das wird so hype. Das wird so gut, wo wir jetzt hingehen werden. So, wir gehen ganz hier rüber. Ey, Digga, Max hat schon eine krasse Wille, Leute. Max! Max! Ey, Jungs, was wollt ihr denn hier? Ach, da bist du. Ey, komm mal mit. Hier. Komm mal mit. Ey, Max. Wohin? Komm her, Olli! Let's go! Ich runter, ich bin Minecraft-Spiel, ich hab nicht. Nee, sorry! Nein. Den ganz kurz mal Pause machen, oder Team Gut, ist mir egal! Mann, ich komm nicht mal Pause, los geht's! Ja, deine Playtime, das kannst du dich später drum kümmern. Gut, dann. Los, ich muss offen lassen. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Max, jetzt nicht vom Freien, jetzt fliegst du runter! Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fliegen rüber zur Überraschung, seid gespannt! Wir gehen jetzt los! Oh, Jungs, wir sind so gut wie angekommen. Und zwar habe ich mir hier diesen riesen Frachter hier, Ladefrachter oder sonstiges, keine Ahnung, habe ich mir jetzt gemietet hier. Und zwar, Leute, müssen hier zur Seite ausweichen. Wow. Leute, guck mal hier links, ich habe einige Zombie-Apokalypse ausgemacht. Und zwar machen wir heute ein wow. Heute machen wir Sumo All-Star Battle. Was? Ja, und zwar. Max, guck dir das so an. Alter. Und zwar, guck mal, ich habe von jeder Autosorte habe ich 3 Stück geholt. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, was ihr holen wollt. Und dann gibt es ein dickes, fettes Sumo-Battle. Okay. Holen wir alle das gleiche Auto, oder wie? Ja, ihr könnt nochmal nachtunen, wenn ihr wollt. Ist egal, wie ihr tunen wollt. So, Leute, ich würde sagen, Leute, ich hole mir, glaube ich, das hier, weil es ein bisschen kleiner ist, schwieriger zu treffen. Alle holen das Kleine. Ja, okay, komm, warte mal. Los geht's, mein Tuning ist fertig. Ja, beruhig dich doch mal. Leute, ich würde mal sagen, wir machen auch mal ganz kurz nochmal hier Tuning. Okay, Jungs, seid ihr alle in Position? Ja, Position. Okay, seid ihr ready zu fighten? Und ich sage 3, 2, 1, let's go! Der letzte Überlebende, auf den kommt's an! Wir haben alle das Gleiche genommen. Oha! Oha! Alter! Hey, beruhig dich, Bruder! Oh! Ausgewichen! Weg mit dir! Bam! Max ist raus! Oh mein Gott! Oha! Max ist raus! Hey! Nein, niemand! Nein, was? Ich hab ihn zurückgebaut! Ciao! Nein, Feuerabrieb! Der ist ausgewichen, Leute! Outplayed! Hoppa! Outplayed! Ich wusste nicht mal, dass die Feuerantrieb haben können, die Teile. Was? Oh, Feuerantrieb war das. Oh mein Gott, ich muss gerade irgendwie fangen, ich muss mich fangen. Nein, ich hab ihn gefangen. Ich hab ihn. Komm, ein bisschen zurückfahren, Leute. Mein Gott, was geht hier ab, Alter? Der mobbt mich, Hilfe! Das ist das Ende von ihm. Nein. Ich kann nichts mehr machen hier. Ich kann nichts mehr hier machen. Raketen explodieren. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Raketen müssen noch explodieren. Raketen! Oh Gott. Ich bin wieder raus. Aua! Ja! Outplayed! Die ist fantastisch! Okay, Rosek hat damit das Battle gewonnen. 1-0 für mich. Oh Gott, Alter. Ey, Jungs, wollen wir nochmal die anderen Autos testen? Einmal dann alle? Ja, klar. Dann komm, wir lassen die anderen Autos auch mal testen. Okay, dann rufst du kurz die Start. Leute, ich würde sagen, wir tunen das alle nochmal hier schön und dann geht's richtig ab. Seid ihr ready, Jungs? Ja. Wollte ich mal sagen, ey, auf zu schießen, 3, 2, let's go! Ciao, Jungs. Wolltet ihr beide auf mich etwa? Ey, ich hab ihn umgekippt! Du hast gar nichts, weg mit dir! Sehr gut, Max! Flugzeug rettet mich. Weg! Ja! Oh mein Gott! Nein, ich brenne! Ich hab Armee ausgelegt. Ich muss ihn mir explodieren. Let's go! Haha! Was? Oh. Weg mit mir! Oh mein Gott! Max, du hast rausgeflogen! Armee ist broke! Aber Rustig ist übelst am. Oh mein Gott, Leute, wir gucken uns an, ich muss hier irgendwo verstecken, Leute, wo ich sicher bin. Oder gucken wir uns an mit der Drohne, Oh mein Gott, Leute, was ist das denn jetzt hier? Okay, das. Oh, mein Auto fährt nicht mehr! Sein Auto fährt nicht mehr! Jetzt kann Max den komplett rumhauen! Finisher-Move! Oh mein Gott! Finisher-Move! Oh mein Gott! Boah! Oh mein Gott, er fliegt doch nicht runter! Was? Ja, okay. Ey, Leute, damit haben die beiden einmal gewonnen und ich hab verloren. Nein, oh mein Gott, dafür muss ich heute das heutige Abendessen ausgeben. Jungs, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Leute, ich würde sagen, ich fliege mit den Jungs wieder zurück nach Los Santos. Dann gebt mir dick was essen und Steaks auf meinen Nacken heute. Ihr lasst gerne ein Like da, Abo, den Channel-Glock aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Amir. Ciao.